Recht herzlich willkommen zur 34. Folge von Europa Universalis 4 mit England. Ja, wir wollen die Norweger angreifen und dafür schicken wir unsere Truppen, glaube ich, schon da hoch. Ja, das machen wir. Und wir sollten dann gucken, dass wir unsere Schiffe parat haben. Die teilen wir auf. Diese 22 Einheiten holen wir uns rüber. Und die noch dabei. Und dann werden wir hier noch ein, zwei Schiffe früher Karaka. Zwei davon und eine Brick. Das war doch hier die Brick, ne, oder? Kann man hier nicht sehen. Großschiff. Leichtes Schiff. Galeere. Naja. Dann wählen wir diese Einheiten aus und die fahren wir definitiv schon mal. Nee, warte mal. Okay, da. Nee, das machen wir anders. Lass die mal hier teilen. Stopp, das ist falsch. Da teilen. Und 15 von denen fahren schon mal da hoch. Geht nicht. Dann 15 auf die Koggen. Können wir hier jetzt auswählen. Gucken, was da jetzt passiert. Sieht so aus, als ob da nichts passiert. Diese 15 Leute möchte ich gerne da oben hin haben. Das geht so nicht. Marschieren die da jetzt auf das Schiff oder nicht? Was machen eigentlich die französischen Schiffe? Wow. Schnell hier rüber. Vielleicht können wir die irgendwo abfangen. Pause rein. Retret aufgenommen. Darlehen nehmen wir an. Die Franzosen haben hier noch irgendwas. Eine ablehnen. 264 wollen die haben. Ich will hoffen, dass wir die französischen Schiffe irgendwo kriegen jetzt. 5 und 18, 13. Die hatten 14, aber wir sind eigentlich die Seemacht. Die stehen jetzt da und die sollen da drauf. Irgendwann klappt es ja mal, ne? Die marschieren hoch. Die fahren dahin. Das sieht erstmal alles gut aus. Gut. So, jetzt nur die Frage, wo sind die? Die sind da unten auf dem Wasser. Konnte ich jetzt noch nicht sehen. Burgund, okay, wo ist jetzt? Unsere Einheit ist da. Da sind Vierer im Hafen. Wo sind die französischen Schiffe? Da vorne vor. Habe ich sie gesehen. Darlehen zurückzahlen. Können wir machen. Kriegen wir die? Wo sind die? Die sind weg. Wo sind die hin? Nicht hier oder so, ne? Also hier kommt momentan keiner rüber, weil die da sind. Schick die mal gerade dahin, ob die was versuchen wollen, die Franzosen. So, die sind da. Und die kommen dahin. So, was haben wir hier? Darlehensangebot akzeptieren wir. Akzeptieren wir auch. Wir fahren darüber. Was machen wir hier? Dann bauen wir die Kogge. Können wir hier? Können wir noch nichts bauen, wenn wir noch nicht so weit sind. Da noch drei Einheiten bei. Da ist Norwegen.
Den haben wir noch keinen Krieg erklärt, ne? Darlehen zurückzahlen? Ja. Wie weit ist denn das hier mit denen hier? Nicht, dass die gleich wieder einen Verbündeten haben. 1565. Das ist in 2 Jahren. Das ist jetzt nichts, wir müssen denen den Krieg erklären. Steht eben dahin. Und die Truppen dahin. Geht irgendwie noch nicht. So, Transportschiff. Jetzt marschieren die da raus. Wunderbar. So, jetzt müssen wir gerade gucken, wo unsere große Flotte noch rumschwirrt. Da unten ist der Franzose. Wo fährt der hin? Kriegen wir die da? Nein. Dann lass es da weiterfahren. Kriegen wir die Franzosen kaputt. Wäre schön, wenn wir eher da sind wie die. Das sieht schwierig aus. So, die Inseln haben wir. Die kommen da hoch und wir kriegen da eine Seeschlacht. Super. Aber die sind schon angelandet dann, oder was? Die kriegen nicht mehr weg, ne? Naja. So, jetzt muss hier was passieren. Was ist das? Okay. Schatzmeister, Stufe 3 Schatzmeister. 50% weniger, cool. Aber das haben wir schon verloren. Die kann ich nicht mehr abziehen, aber hier sollten wir... den Ding gar ausmachen, ne? Die kriegen wir, doch, die kriegen wir da unten auch, oder? Da war doch gerade das Schlachtsymbol, oder? Ah. Und dahin. Gucken, ob wir schneller sind wie die. Und? Die sind nicht angelandet, weil wir die geschlagen haben. Super. Das war wichtig. Gut, hier sind wir schon mal weiter. Lass mal jetzt Pause machen. Die holen wir wieder an Land. Oh, wir müssen auch unbedingt hier gucken, ne? Was ist das? Eine Flotte. Okay, die kommen aber wieder und sollten dann erstmal repariert werden. Da war jetzt irgendwo eine 40 bei. Naja, vielleicht geht die drauf, aber das ist so. Aber das hier ist wichtig. Wo ist denn das? 80, 70, 70. Kleinamerikanische. 10 Truppen erscheinen da. Wo ist das? Ist das in East Irland hier? Oh Gott, nee. Wo wird das sein? Klanrikadische Nationalisten. Ihre Kultur bleiben. Ist das hier oben oder so dann? Weiß ich nicht. So, die können schon wieder aufs Schiff. Weil das haben wir beides erreicht. Da ist noch 0. Interessant. Hier ist jetzt alles besetzt. Komplett, da kommen wir gar nicht dran. Ne? Irland ist auch besetzt.
So, hier muss die Kogge fertig werden, damit wir hier übersetzen können und dann angreifen. Und den Franzosen haben wir mit seinen Schiffen geschwächt. Kriegen wir aber, glaube ich, nicht da wieder hin. So, jetzt nochmal hier. Ich weiß nicht, wo die sind. Navarra ist hier unten. Das werden wir erstmal so lassen. Die müssen wir definitiv runter. Kulturänderung, ja, super. Tja, mehr geht da nicht. Das wird definitiv ein Gefecht geben dann da irgendwo. Wo sind die? 10, 10? Oh, die Benvenesischen sind mit 20 unterwegs. Da müssen wir unsere Truppen zusammenkriegen wieder, ne? Die laufen da drauf, die da drauf. Na, lass die mal gerade stehen erst noch. Und wir haben da oben noch die Färöer, ne? Ich glaube, wir sollten. Haben wir auch noch Geld? Ja, haben wir noch Geld. Ich glaube, wir müssen Truppen ausheben. Ne, da war falsch. Da ist richtig. So. Zähne. Wir werden hier einen Kampf kriegen in der... unsere eigenen Truppen. Die ziehen wir erstmal... hier runter, damit wir die in Empfang nehmen können und dann weiterschauen. Die gehen aufs Schiff. Das gestaltet sich jetzt schwierig. Vor allem die müssten sich mal da befreien oder so, ne? Fahren wir da rüber und gucken, was da los ist. Franzosen können jetzt nicht raus, weil wir deren Schiffe blockieren. Das ist schon mal gut. Da sind wer drauf? Eine Armee Norweger. Dann würde ich die gerne darüber ziehen, ne? Geht, ja. Läuft. Okay. Gewonnen, ist klar. Was ist das? Kriegssteuern verlängern, okay. Befehlshaber ist gestorben. Okay. Jetzt ist der natürlich dann gestorben, als er... Ja, war super, oder? Ist der kein Anführer. Kosten uns 50 hier. Haben wir nicht. Das ist gerade schlecht, ne? 35. Okay, was ist das? Unmoralische Preise. Die Bürger verlieren 20 Loyalität. Wir haben 67, dann 47. Das wäre okay. Die verlieren dann auch noch Einfluss. Warte mal, da müssen wir gerade runter gucken. Dann hätten... Wie viel war das Einfluss weg? 10, dann ist noch 47. Okay, das können wir, glaube ich, auch mitleben. Okay, das erste geht. Ja, Stand Bürger erlangt 10 Einfluss. Dann hätten wir 77. Und da erheben sich Regimenter, die ich schon mal nicht brauche. Hier verlieren wir Geld. Der Standbürger erhält 10 Einfluss. Derzeit 57 bis zum 10. Der Standbürger gewinnt 15 Loyalität. Das erste. Passt. Katholische Liga. Das läuft. Oh, die Einheiten sind fertig. Dann da mal drauf. Dann müssen wir gleich gucken, dass wir den Anführer hier wieder kriegen.
Ohne den brauchen wir nicht vorwerken. England besetzt. Gut, das heißt, wir können unsere Truppen da runternehmen. Und da fehlt noch einer. Die können wir ein. So, kurz nochmal schauen. Die Schiffe werden blockiert. Die 16 sind da. Die Inseln sind besetzt. Und was machen wir mit den Leuten? Wie viel haben wir hier auf dem Festland? 25. Ja, man kann hier rüber, aber es ist alles voller Dingens, Rebellen. Da haben wir keine Chance gegen. Die werden wahrscheinlich stärker sein wie wir. Die Kogge ist fertig. Haben wir hier nochmal? Ja, haben wir. Oh, so viele? Okay, dann ist das aber auch nicht schlimm. Und dann wollen wir übersetzen noch. Aber weißt du was? Wir machen das so, dass wir hier auswählen auf Schiff. Mach die mal raus. Die Einheit auswählen. Lass mal laufen. Die gehen auf Schiff. Und die setzen wir schon mal über. Und die bringen wir noch da. Gucken wir gerade drüben wieder, wie es da läuft. Was machen wir mit denen? Ich glaube, die bringen wir hier hin. Wir werden hier gleich die... Sag schon. Diese Truppen alle begrüßen dürfen. 80%, da kommen wir... Warte, wir haben erst die 53. Ich kann das jetzt nicht runtermachen, weil ich brauche unbedingt einen Anführer. Okay. Den setzen wir und der kann Nahkampf und der kann Manöver. Das ist schon mal gar nicht so ein schlechter. Und die ziehen wir jetzt noch da oben, weil die kommen runter, dann können wir die da ein. Die drei Einheiten sind gut. Was machen die Rebellen? Die haben das noch besetzt. Sobald die Rebellen da was gemacht haben, ne, so, dann sind wir dran da im Endeffekt. Gut, das ist geklärt. Hier läuft was. Das ist aber noch nicht fertig. 70%, 70 pro Jahr kommen da Dingens zu. Die laufen darüber. Geht, oder? Verluste erleiden wir, das ist klar. Und da ist schon eine Einheit fertig. Die gehen auf Schiff, wenn es dann da ist. Und die Franzosen möchten wieder was. 400, okay. Irgendwo sind Rebellen raus jetzt gekommen. Pause ist drinne. Okay, dieses Schiff geht darüber. Reichen da zwei Einheiten? Ich weiß nicht. Sind da welche drinne? Müssten wir, würden wir sonst sehen, ne? So, jetzt müssen wir gucken, wo die Rebellen sind. Da, 20. Und die haben aber hier jetzt die 40. Die einen war und schicken die da gleich rein. Gut, aber dann würde ich erstmal sagen, soll es für die Folge wieder reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.